Zum 33. Mal findet das Dixer Bergrennen statt, zum zweiten Mal sogar als österreichische Bergmeisterschaft. 94 Elite- und U23-Fahrer sind bei brütend heißen 33 Grad am Start der 69,4 Kilometer langen Strecke. Die Zielankunft wartet in der sonnenreichsten Ortschaft Österreichs in Dix. Markus Eibecker, gemessen an Titeln auf der Bergmeisterschaft, der erfolgreichste aktive Rennfahrer. Viermal haben Sie schon die Goldmedaille bekommen. Wie stehen denn aus Ihrer Sicht heute die Aktien, dass Sie es noch einmal schaffen? Ja, da würde ich nicht drauf setzen. Das wäre eine sehr gewagte Wette. Ne? Wir wissen, dass wir mit dem Ricky und mit dem Rabe zwei wirkliche Top-Favoriten für das Ganze haben. Auf das ist unser Rennen auch ausgelegt. Schauen, dass wir die bestmöglich unterstützen. Und wenn man schon eine sichere Bank hat, dann soll man das nicht herschenken. Sie haben auch in Dirks schon mehrmals gewonnen. Was ist das Charakteristische bei diesem Anstieg? Ja, ist nicht allzu schwer, sagen wir mal so, ist nicht zu steil, aber es ist ein sehr, sehr hartes Finale. Ne? Die letzten 3 Kilometer sind dann schon wirklich sehr, sehr hart. Und da geht es eben darum, wer zum Schluss die meisten Körner für eine spritzige Attacke. Aber ich glaube, in all den Jahren ist erst ein einziges Mal, wo ein Sieger aus einer Fluchtgruppe gekommen ist. Ansonsten war eigentlich immer das ganze Feld geschlossen in den Berg hinein. Und schauen wir, ja. Sie sagt, der sonnigste Ort Österreichs heißt es. Im Vorjahr hat Manuel Bosch hier am Dirkser Berg eine Medaille gewonnen bei der Meisterschaft. Würde man auch heuer wieder auf den Vorarlberger setzen können? Ich denke nicht. Grund dafür ist, dass ich noch krank war kürzlich. Jedoch motiviert bin ich total. Wie schwer ist der Dirkser Berg im Vergleich zu anderen Anstiegen? Hier ist es so, da er nicht so steil ist, kann man als Mannschaft etwas ausrichten. Team Felbermayr ist sehr gut aufgestellt und werden sicher am Berg etwas machen als Mannschaft. Die Weltmeisterschaften werfen schon ihre konkreten Schatten voraus. Tobias Bayer ist einmal im U23-Kader. Für Sie eine Auszeichnung? Ja, sicher. Man freut sich natürlich, wenn man da jetzt einmal in der Vorselektion ist. Aber die Entscheidung kommt jetzt erst einmal. Und es ist natürlich ein Ziel, dass man da dabei ist. Sie können heute im Dirkser Berg ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Wie stark sind Sie dann am Berg? Wie fühlen Sie sich? Ja, fühlen da mich ganz gut und mal schauen, wie es da heute aufgeht. Hansjörg Leopold, seit vielen Jahren ein Bergspezialist, der immer wieder bei derartigen Rennen ganz vorne landet. Ihre Intention heute wieder einmal eine Medaille, wäre das schön? Ja, klar, wäre es schön. 2012 war die letzte Medaille von mir, Silber, hinter Markus Eibecker, das ist schon eine Zeit her. Grundsätzlich unser bester Fahrer für heute ist sicher der Sebastian Baldauf. Und ich glaube, wir werden schauen, dass wir ihn da gut in den Berg reinbringen und ich denke, dass er auch Siegchancen hat heute. Stefan Rabitsch war schon österreichischer Bergmeister, gilt als Kletterspezialist. Sie sind gebürtiger Klagenfurter und wir fahren heute ein Rennen in Kärnten. Ist es für Sie so etwas wie ein Heimrennen oder ist das doch eher ein untergeordnetes Gefühl? Naja, Bergstaatsmeisterschaften, Kärnten. Gute Erinnerung war in Kärnten, wo ich gewonnen habe und schauen wir mal, was heute wird. Aber ich glaube, dass es geht ja eigentlich nicht um einen Bergmeister, sondern hauptsächlich ums Rennen zu gewinnen. Und da ist die Konkurrenz halt doch ein bisschen stärker mit, ich glaube, Badilati fährt, Jonas Raab von Irinkhof, also ich glaube, dass wir da keinen unterschätzen dürfen. Und ja. Andererseits ist Felbermayr mit der stärksten Partie heute da. Ja, sicher. Also wir haben jetzt kein Rennen das Wochenende und natürlich, wenn alle fit sind, sind wir da bis auf den Florian Kirner, was bei der Lavinier ist. Und deswegen sind wir positiver Dinge und wird das heute schon klappen. In der ersten Phase des Rennens, einem hügeligen 17 Kilometer langen Rundkurs im Raum Völkermarkt, der dreimal zu bewältigen ist, dominiert Matthias Kritzek vom Team Felbermayr Simplon Wales. Der frühere World Tour Profi fährt eine Runde lang solo mit ca. 60 Sekunden Vorsprung auf das Feld. Nachdem Kritzek wieder von der Hauptgruppe gestellt wird, versucht sich Helmut Trettwer von WSA Pushbikers Graz zu lösen. Trettwer fährt hier mit einem offenen Nasenbeinbruch, den er sich einige Tage zuvor zugezogen hat. Starker Gegen- und Seitenwind verhindern aber, dass er entscheidend vom Feld wegkommen kann. In der dritten Runde gesellt sich Christoph Schötzwenter zu Trettwer, aber auch gemeinsam wird aus dieser Aktion wenig. Die beiden können sich nicht deutlich vom Feld absetzen.
Schösswender und Trettwer werden kurz vor der Abzweigung hinauf nach Gix wieder gestellt. Trettwer beendet seine Fahrt kurz danach. Somit nimmt das knapp 90 Fahrer umfassende Feld fast geschlossen den 9 Kilometer langen Anstieg mit einer Durchschnittssteigung von 8% in Angriff. Jetzt zieht sich das Feld in die Länge. Schon nach kurzer Zeit bilden sich mehrere Gruppen und Grüppchen. Der 3000 Meter Marke attackiert Ricardo Zeudel und kommt von der Spitzengruppe weg. Ein früher Zeitpunkt, um in Erscheinung zu treten, aber Zeudel fühlt sich gut. Der Oberösterreicher hat freie Sicht auf das Sonnenparadies Kärntens, wie sich das in 1159 Metern Seehöhe gelegene, von Almwiesen umgebene Bergdorf Gix nennt. Den herrlichen Panoramablick kann Zeudel jedoch nicht genießen, weil es kurz vor der Zielankunft geregnet hat und deswegen bewölkt ist. Seiner Triumphfahrt tut das aber keinen Abbruch. Ricardo Zeudel dreht sich immer wieder nach seinen Verfolgern um, doch der Vorsprung reicht. Der frühere Österreich-Rundfahrtsieger holt sich hier den österreichischen Bergmeistertitel und gewinnt damit das Rennen in Gix. 10 Sekunden danach erreicht Alberto Giuliato das Ziel als Zweiter und mit 13 Sekunden Abstand wird Stefan Rabitsch heute Silbermedaillengewinner der österreichischen Bergmeisterschaft. Bronze geht an Patrick Bosmann. Der Schnitt bei diesem Rennen liegt übrigens bei 38,3 km/h. Für eine Bergmeisterschaft sehr stark. Zeudel ist mit seinem dritten Einzelerfolg dem Gesamtsieg der heurigen ÖRV-Rad-Bundesliga einen sehr großen Schritt näher gekommen. Ricardo Zeudel, ein Sieg ist immer schön. Für Sie war es der zweite Triumph nach genau 5 Jahren hier in Dirks. War es heuer schwer zu gewinnen als damals? Man kann das nie so vergleichen. Ein Rennen gewinnen ist immer hart. Aber mich freut es natürlich, dass ich da wieder einen Gewinn abkenne. Und ja, aber wie gesagt, mein Gegenwind heute war sicher keine leichte Aufgabe. Sie sind bei der 3-Kilometer-Marke weggefahren, fast könnte man sagen explosionsartig. War es gerade der richtige Zeitpunkt? Ja, ich glaube, der Zeitpunkt war richtig, aber ich bin einfach viel zu schnell weggefahren und habe dann den letzten Kilometer wirklich mit dem Gegenwind ein wenig büßen müssen dafür. Aber ja, ich habe das schön einkalkuliert und ja, man muss einfach sagen, keine Panik kriegen und einfach konzentriert weiterfahren und das hat gesehen, hat dann schon passt natürlich auch. Man hat gesehen, seit dem vergangenen Wochenende eine sehr schwere Rundfahrt in Tschechien in eigentlich eindrucksvoller Weise gewonnen. Wie lange kann man diese Hochform, die Sie offensichtlich haben, jetzt noch konservieren? Reicht das oder kann sich das bis zur WM ausgehen? Ja, wenn man intelligent trainiert, intelligent Pause macht, kann man das sehr, sehr lange halten, ja. Sebastian Baldauf, die Felbermeier-Mannschaft war heute sehr präsent. War sie einfach heute nicht zu besiegen? Ja, muss man fairerweise anerkennen. Sie sind heute einfach in einer anderen Liga gefahren. Waren super stark am Schluss und ja. Für Sie war mehr drin heute oder war es das Maximum? Ich denke, es war das Maximum. Also Platz 2 wäre vielleicht drin gewesen, aber der Ricardo ist letztes Wochenende in Tschechien schon in einer anderen Liga gefahren und deshalb Platz 2 wäre vielleicht drin gewesen, aber gewinnen nicht wirklich. Stefan Rabitsch, nicht der erste Doppelsieg heuer in der Bundesliga für das Felbermeier Simplon-Team. War es eigentlich so oder ist es so ausgegangen, wie man es sich am Schluss erwarten musste oder durfte? Ja, also wir haben gewusst, entweder ich oder der Ricky. Wir haben abwechselnd dann unten eine Gleit attackiert. Einmal ich und dann hat der Ricky dann mir den Konter gegeben, so, weil wieder alle auf mich drauf gefahren sind. Und das haben wir, glaube ich, gut gemacht, die Gegner zu zermürben. Der Ricky ist dann weggekommen und ich glaube, dass das gute Teamleistung war und wir haben gewonnen. Mehr wollte man nicht und das war das Wichtigste. Und das war wenigstens in der österreichischen Meisterschaft noch erster, zweiter, das war dann eher genug tun. Patrick Bosmann, so wie im vergangenen Jahr hier in Dirks bei der Meisterschaft, wieder auf dem Podium. Dritter Platz ist immerhin auch etwas, oder? Ja, ich muss sagen, ich bin zufrieden mit meinem dritten Platz. Es war ein sehr schweres Rennen. Der Ricky war sehr stark und ja, gegen Rabitsch habe ich dann mit dem Sprint
hart gefightet, aber es hat leider nur für den dritten Platz gereicht. Ja. Warum war das Rennen so hart, so schwer? War es der Wind, war es die Temperaturen? Ja, es war von Anfang an sehr heiß, was natürlich sehr, sehr schwierig macht. Und unten rein sind wir schon ziemlich schnell gefahren, hat sich dann relativ schnell geteilt. Das ist zwischendurch das Tempo mal runtergefallen, aber die letzten 3 Kilometer waren dann sehr, sehr schwer. Ja. Das Ergebnis der heutigen österreichischen Bergmeisterschaft in Völkermark Diecks im Überblick. Riccardo Zeul gewinnt vor Alberto Giuriato und dem drittplatzierten Sebastian Baldauf. Vierter und damit Silbermedaillengewinner der österreichischen Meisterschaft wird Stefan Rabitsch. Fünfter Alexia Vermeulen, sechster Giovanni Aleotti. Und siebenter, damit Bronzemedaillengewinner Patrick Bosmann. Bundesliga-Spitzenreiter nach 7 von 10 Rennen ist Riccardo Zeul mit 1091 Punkten vor Stefan Rabitsch mit 771 Zählern.